Tag, heute ist Sonntag, der 10.04.2016 und ich habe gestern vergessen, im Briefkasten zu gucken und heute habe ich erst die Business Bank rausgeholt. Casey Neistat hat letztens ein Bild gepostet von der Business Bank und seinem Cover da vorne drauf und dadurch bin ich auf die Zeitschrift aufmerksam geworden und habe gedacht, hey, muss ich haben. Ich habe nicht erwartet, dass ich da irgendwas Neues drin erfahre über Casey Neistat, aber es interessiert mich halt, weil ich den Typen interessant finde und das Business Punk Magazin hat mich auch interessiert, wollte ich auch mal reinschauen und deswegen habe ich mir die bestellt. Und ich habe das per Twitter gemacht und das in einem anderen Blog schon erzählt. Oh Mann, ich muss auf den Laufenden kommen. Hey! Kalt wie es heute aussieht, ist es doch ganz schön frisch. Wind ist und so, naja, nicht so schön. Ich habe 12 Uhr, ich bin spät dran, ich muss mich beeilen. Also wir sind spät losgegangen heute zum Strand, weil ich nicht aus dem Tee kam. Deswegen unscharfen Moment. So glaube ich. Guck mal, das ist ein Freund-Cookie. Ja, was soll ich sagen? Ja, 10 vor 11. Ich muss mich ranhalten. Ich muss schnell duschen und dann auch gleich los zur Arbeit. Cookie ist müde. Jedenfalls guckt sie so. Ja. Das ist immer so, waren zwei Schichten. Ich habe so wenig Zeit, dass ich zu kaum was komme, inklusive diesem Video hier. Oh, seit gestern drückt hier mein Weisheitszahn so ein bisschen, ne? Also nach oben. Und wenn ich hier unten gegen drücke, dann tut's weh. Da habe ich ja eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Was ich aber auch merke seit gestern, ist, dass ich noch mehr nuschel als sonst, also noch undeutlicher spreche. Also gehe ich davon aus, dass es wirklich so ist, wie ich schon oft dachte, dass mein Nuscheln wirklich mit meinen Weisheitszähnen zusammenhängt, weil ich ja manchmal so Wörter irgendwie verschlucke oder Silben verschlucke. Und zwar nicht die Silben am Ende oder so, wie das manche machen, sondern schon so mittendrin manchmal. Naja, wie auch immer, wollte ich nur noch erzählen, dass hier irgendwie so der Backenzahn rückt. Und das war's dann aber wirklich für heute. Und ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.